Ja, hallo meine Freundin, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms of Alamur. So, wir starten jetzt in dieser Folge die Quest nur für Mitglieder. Da müssen wir ein Weihbuch stehlen. So, für alle, die letzte Folge nicht geguckt haben, wir haben jetzt die Quest Brückenbauen beendet, haben die ein bisschen angelogen, ein bisschen geflunkert, dass ja kein schlechtes Licht auf uns Menschen fällt. Ja, das hat wohl auch geklappt. Die sind immer noch neutral eingestellt. So, momentan bin ich mit der Steuerung noch ein bisschen am Kämpfen. Hab's auch längere Zeit nicht gespielt, muss ich gestehen. Weil ich mir nämlich nach anderen Games umgeschaut habe, vielleicht ein zweites Projekt zu starten. Aber lasst euch da mal überraschen, was vielleicht noch kommt. So. Wir gehen jetzt erstmal das Büchlein mopsen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss in das untere Haus ran. So, dann gucken wir mal. Einfach das Buch hier finden. Im Requiem. Oh, hier gibt es auch wieder Quests. Aber ich mache erstmal das Büchlein mopsen und dann hole ich mir die Quests. Ja, wo ist es denn? Ja, das, was so komisch blinkt. Ja, wir stehlen jetzt was. Es gibt böses Karma. Ich weiß nicht, was das so drastische Auswirkungen hat, wie bei Fable zum Beispiel. Das fand ich ja ziemlich lustig bei Fable, zumindest im ersten Teil. Hoppala, ins Mikro gekommen. Dass das da richtig klasse war, durch die körperliche Veränderung und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Hä? Achso. Na, mache keinen Breakdance. Durchstöbern. Bruder Tills Sammlung. Sammlung von Bruder Till. Dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von St. Ludwig. Die Titel der verbliebenen Bücher legen nahe, dass Tills literarische Interesse vor allem anzüglichen und volllustigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, ich versuche mal, das zu machen. Also, das stand so auf, naja, so leicht erotisches Material, würde ich mal so sagen. Oh, was hat der da für im Herzen hier? Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und gibt es etwas, das ich... Kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Was will die Rote Legion? Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich könnte mich dem Roten ergeben, aber er würde mich nur töten lassen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, die Männer zu töten, die mit mir fortgegangen sind. Und das kann ich nicht machen. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Ich werde mich darum kümmern. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugnar und Itran. Ugnar arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, mein Freund. Möge Mitaru euch segnen. Wo die anderen sind, wissen wir, hat uns ja gerade erzählt. Brauche ich nicht nochmal neu nachfragen. Mitaru sei mit euch. Das wird er, mein Bruder. So. Da haben wir da ein bisschen geholfen. Jetzt gebe ich ihm die andere Queste ab. Na. Hallo? So, jetzt aber. Etwas abhalt momentan, aber gut. Das passiert. So, wo ist denn die gläubige Schwester? Da ist schon wieder eine neue Quest.
Also Queste gibt es hier genug. Ist auch ganz schön, da kann man Erfahrungen und so sammeln. Achso, ja, ich muss ja da rum. Euch springen kann ich nur an besonderen Stellen. Leider. So, reden wir mit Schwester Zelda. Bei Mitaru, ihr habt das Buch der Weihe gefunden. Ich würde einen Sack voll Gold dafür geben, wenn ich das Gesicht von Vater Dünnwell sehen könnte. Er wird mir die Aufnahme in den Orden nicht länger verweigern können. Mitaru umarmt alle. Danke. Als Dienerin von Mitaru brauche ich kein Geld. Nehmt, was ich habe. Es gehört euch. Ich werde euch in meine Gebete einschließen. Oh. 156 Gold. Na dann, Dankeschön. So, nächste Quest hören. Rede mit, Gisella Wulflack. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Campton könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Wer ist Campton? Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Ich werde ihn für dich finden. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Campton freiwillig gemeldet. Obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Wo habt ihr ihn zuletzt gesehen? Auf der Straße, die nach Osten zur Küste von Rathir führt. Er wollte sich bei dem Posten in Didenhill verpflichten. Das ist Jahre her. Wie würde ich heute wohl auf ihn wirken? Wenn er 3 Jahre lang im Krieg war, bestimmt sehr schön. Gut. Oder er kommt mit postmortalen Störungen zurück. Gab keine Sonderlieferung, okay. So, welche Quest... Walter Knoppert. Welche Quest macht man denn als nächstes? Heimkehr... Durch habe ich schon mit 10 Klang. Anleitung zum Ärger. Die gefährliche Geheimform vom Alchemisten Nana Henry wurde gestohlen und ihr Lehrling Kart ist ebenfalls verschwunden. Nanne glaubt, dass Kart sich in Agnur Fahl versteckt hält, einer RAT-Ruine südöstlich des Dorfes Gohards. Jo, gehen wir auch gleich hin. Das wird dann die nächste Queste sein, die wir anfangen. Gegenstände, das Neueste kriegt, war ein roter Dolch. Dieser rote Kristalldolch wird von jedem Mitglied der Roten Legion getragen. Der berüchtigten Bande von Verbrechern und Dieben. Okay. Wo war denn nochmal der Schmied und so? Ne, das ist Erste Hilfe und... Wop. Sorry, wenn ich einfach mich oft im Kreis drehe. Weil ich musste erstmal Sachen reparieren und Sachen verkaufen. Aber ich verkaufe erstmal. Tretet ein. Jo, danke. Kommt rein. Ihr glaubt ja nicht, wie beschäftigt wir sind, seit diese Feier eingetroffen ist. Okay. Diese Feier. So, ich möchte aber verkaufen. Jo. Ja. Edelweiß. Jo. Blutungsresistenz. Die Tränke lasse ich mal. Das verkaufe ich immer. Schwarzer Goldasche. Eisenbrustpanzer. Repertoire lasse ich mal. Die Triche auch. Ja, komm, das Tagebuch verticke ich auch mal. Kommt okay. Bald mal wieder. Ja. Gleich. Was ist? Hier kann ich. Ach nee, Sachen herstellen. Was braucht ihr? Reparatur. Ich möchte gerne alles reparieren. Danke. Bis dann. Jo. Das war's auch schon. Eine sehr kratzige Stimme für eine Frau. Wahrscheinlich kommst du dann einatmen von diesem Qualmzeug da. So, wie muss ich denn laufen? Ich muss nach da. Okay. Also muss ich dann da runter. Ein paar Feinde kaputt hauen. Okay. Und hier ist die Weltkarte und hiermit kann ich dann auch reisen. Nein, ich muss da die Straße hoch.
Wir folgen der Straße. Durch eine hohle Gasse muss er kommen. Upsala. Ich guck mal so viel auf die Karte. Bams. Aua. Bams. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Okay. Hm, 9 Gold. Und 20 Gold durch Talent Sinneschärfe. Hoppala, ist eine schnelle Kamera gedreht. Ja, durch Sinneschärfe erlangen wir mehr Geld. Oder sie können andere Sachen plündern, die wir an der Leiche vielleicht noch finden. Neu entdeckt, Agnor Farral. Jo, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. So, es ist wieder ein kleiner Mini-Dungeon, denke ich. Nicht allzu groß wird der wohl sein. So, dass ich den auch mit dieser Folge auch abschließen kann. Aber ich guck mal, was ich komme. Wenn er noch was größer sein sollte, mache ich zwischendurch einen Cut. Aber das werden wir dann sehen. So, da ist er ja. Na du? Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnor Farhal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Kein zum Bein. Doch, ich bin ein Held. Was ist mit der Formel geschehen? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner Liste erfahren. Ihr versteht. Es tut mir... So. Du Verräter. Sie hat dir vertraut. Aua. So, der Verräter ist tot. Komm her. So, der Verräter hat dafür bezahlt, was er getan hat. Auch damals in der Welt war es schon mit Waffenhandel. Tja. Okay, Schlösserknacken. Schwierigkeit Mittel. Talent Schlösserknacken 2. Dietrich. Oh. Hey. Dietrich? Ja, okay. Achso. Da. Ach, weiter zurück. Verwende R, um den Winkel des Dietrichs anzupassen. Und verwende linker Stick, um den Schieber zu bewegen. Befindet sich der Dietrich im richtigen Winkel, öffnet sich das Schloss. Ansonsten kann der Dietrich zerbrechen. Okay. So, aber ich genau richtig gehabt. Reparaturkit, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir hier ganz viele... Moment, Gebietskarte. Okay, da müssen wir hin. Rote Banditen, dann da und dann wieder aus der Höhle raus. Okay. Jetzt müssen wir die roten Banditen aufhalten. Ja, die Rote Legion, besser gesagt, ne? Nicht die Banditen. Das sind Banditen, aber... So. Komm her. Come over me. Die lassen leider nichts fallen, ne? Die Kleinen hier. Okay. Ja, Lebensenergie haben wir noch genug. Sind zwar ein bisschen angeschlagen. So, schön die Kisten zerstören hier. Okay, auf zu den nächsten. Von der Roten Legion, da hinten. Ja.
Komm erst mal her. Du auch. Patsch, patsch, patsch. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da gibt's nichts Neues. Oh, weiter geht's zu den nächsten. Wir müssen das ja alle töten, die uns beim Weg laufen. Nach da unten geht's. Ich glaube, das ist doch etwas länger, als ich gedacht habe. Der Dungeon. Etwas größer zumindest. Was denn? Aua! Ein Wicht. Okay. Haben Aura leider auch nichts fallen gelassen, wie es aussieht. Außer doch da ist einer von der Retten Legion. Standhafte Beinpanzer, standhafte Rüstung. Okay. Wenn, glaube ich, nicht besser sein als meine. Ah, ein statischer Langbogen. Und wir haben einen Stufenanstieg. Okay, da, bababs, und dann mache ich das hier. Die Blickrichtung von Gegnern wird auf der Umgebungskarte angezeigt. Erhöht die Menge an Gold, die du bei der Erkundung der Welt findest. Ich glaube, ich mache doch mal Gemmenschleifen, oder? Ah, komm, ich gehe mal auf Sinnesschärfe weiter ausbauen. Das ist auch erstmal wichtig. So, ich kann andere Sachen erlernen, indem ich hier mehr Punkte reinsetze. In die anderen, dann kann ich dadurch etwas mehr. Aber ich gehe erstmal rein auf Macht. Das ein bisschen weiter ausbauen. Und zwar möchte ich einfach Eruption, das ist Adrenalinwoge. Maximal Leben. Naja, ein bisschen mehr Leben wäre nicht schlecht. Aber ich mache jetzt hier nochmal zwei verbleibende Punkte rein, dass das hier maximal ausgebaut wird. Das ist ein bisschen besser. Okay, haben wir. Auf X bestätigen. So. Aber es sind immer noch Zenker. Weil Kämpfer, Soldat und so können wir leider noch nicht machen. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Macht. 11 Macht brauchen wir. Um halt zum Beispiel einen Kämpfer Rang 2 zu werden, Soldat und so weiter und so fort. Wir bleiben also erstmal da. Bestätigen. Inventar mal kurz in die Waffen vergleichen. Da habe ich ja das Langschwert nur im Moment. Sekundär. Ja, da ist der etwas besser. Wenn wir ihn auch benutzen. Sieht zwar gleich aus. Ah ne, der hat so Blitzdinger dran. Rüstung, wie sieht es da aus? So, die hat 39, nur 33. Ja, unser ist auch orange. Da sind die Beinpanzer, glaube ich, etwas besser. Brauche Macht 3, aber sonst verliere ich das Rüstungsset Boni. Deshalb lasse ich das mal auch angelegt. Mal Konsum, mal Schattenprisma. Gegenstände, Reparaturkit. Ja, ist okay. So. Dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.